Herzlich willkommen, mein Name ist Klaus Götsch, ich lebe seit 1982 in Finnland. Wir hatten eine erfolgreiche Elchjagd. Heute zeige ich euch, wie man ganz einfach Mettwurst und Bratwurst aus Elchfleisch macht. Ich habe hier Elch mit Schweinefleisch gemischt. Ihr könnt natürlich auch Fleisch vom Rotwild, Dammwild, Reh, Sika, Schwarzwild nehmen, je nachdem was ihr habt. Zum Wildbrett nehme ich immer Schweinefleisch. Ohne Schweinefleisch wird die Wurst zu trocken. Hier, wie gesagt, meine Gewürzmischung. Für 1 Kilo Hack 24 Gramm Pökelsalz und 4 Gramm Pfeffer. Dazu Knoblauch, Paprika, je nach Geschmack. Ich vermische alles gut. Ich habe jetzt mein Hackfleisch und die Gewürze gemischt. Jetzt brate ich etwas vom Hackfleisch an. Wenn das Hackfleisch nachher kalt ist, abgekühlt ist, dann entspricht der Geschmack in etwa meiner Wurstmischung. Ich weiß also, ob ich genügend Salz, Pfeffer und so weiter habe. Ich habe jetzt hier meine Wurstmaschine. Da fülle ich meinen Hack rein. Jetzt habe ich hier meinen gewässerten fertigen Darm. Ziehe ich darüber über meine Wursthülle, über den Füllstutzen. Je nach Wurst, ob ich zum Beispiel Mettwurst mache, Bratwurst mache, verwende ich unterschiedliche Füllstutzen. Über. Über. So, ich habe jetzt hier meine gefüllten Würste. Zuerst lasse ich sie für 3 Tage abhängen und danach räuchere ich sie für gut eine Woche. Nach dem Räuchern kann man sie nicht sofort essen. Der Rauchgeschmack wird zu stark. Ich lasse die Wurst danach noch gut 3 Monate abhängen. Und was essen wir zur Wurst? Natürlich, in der Not schmeckt die Wurst auch ohne Brot. Aber wir essen sie mit selbstgemachtem Schwarzbrot. In einem der nächsten Videos werde ich euch zeigen, wie man ganz einfach Schwarzbrot backt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.